Schönen guten Tag. Heute gibt's ein Buch, eine Serie, eine CD und was sehr, sehr Seltsames. Viel Spaß damit. Kommen wir als erstes zu dem Buch von Louise H. Gresh oder Louise H. Gresh, eine Frau, glaube ich, ja, die sich schon öfters mit dem Thema Superhelden und Fantasy und Science Fiction beschäftigt hat. Das Buch, was sie jetzt rausgebracht hat vor einer Weile, also nicht so lange her, Superhelden, die Physik hinter Lichtschwert, Batmobil, Todesstern, Kryptonit und Co. Das ist natürlich, also das, ich habe es gesehen, habe es gekauft und dachte, jetzt kommen so coole Sachen, warum fliegt Superman? Wie funktioniert Kryptonit? Was hat es mit dem Batmobil auf sich und wie kann ich mein eigenes Lichtschwert bauen? Ganz so ist es dann doch nicht. Also am Anfang geht es schon los, dass einem erklärt wird, warum wir überhaupt Superhelden mögen. Dann gehen wir mal kurz, wird kurz auf diese Kryptonit-Geschichte eingegangen und. Ja, aber so wirklich eine Erklärung oder physikalische Erklärung für die Geschichten, die wir von Superhelden kennen. Also meinetwegen, warum kann Superman fliegen und. Oder wie wäre es physikalisch möglich? Welche Auswirkungen hätte das? Oder so eine Frage wie, wenn ein normaler Mensch so schnell läuft wie Flash, würde er dann platzen? Oder wie lang ist sein Bremsweg? Und so weiter. Die Fragen kommen hier nicht vor, das wird nicht geklärt. Es kommen ein paar Sachen so, also Batmobil zum Beispiel wird mir erklärt, wie die Christopher Nolan-Filme, wie das Batmobil gebaut wurde, wie viele es gab und so weiter, was mich aber echt gar nicht interessiert. Wenn ich das wissen will, dann gucke ich schon extra danach so Requisiten. Also das ist für mich kein Batmobil, das ist eine Requisite. Da kommt dann auch mal so, also was interessant war, zum Beispiel in dem Buch, ist die Geschichte der Sith aus Star Wars, was mit deren Physik natürlich gar nichts zu tun hat, aber ich fand so als Hintergrundwissen war das schon ganz cool. Aber so viel ist dann halt wirklich nicht. Also was ich wirklich schade finde, man hat da mal auch so eine Gedankenspiele wie, was wäre, wenn Superman gegen Harry Potter kämpft oder wenn Superman gegen Jedis kämpft und so weiter. Das kommt ein bisschen kurz, also ist dann auch der Unterhaltungswert eher schlicht. Zum Beispiel, also viel wird sich halt mit beschäftigt, wie ist der technische Stand heute, was gab es bei Star Trek damals, was wir heute schon im realen Leben haben. Und aus irgendeinem Grund beschäftigt sich die Frau ganz, ganz oft mit Kevlar und schusssicheren Westen. Da habe ich, glaube ich, an drei verschiedenen Stellen kann man da hier was nachlesen. Und das ist das, wo ich auch sage, also das brauche ich nicht. Das ist nicht das, was ich lesen wollte und das ist nicht das, was mir das Buch verspricht. Von daher, also ein Blick hier rein ist schon mal ganz interessant. Aber eine Empfehlung ist es auf keinen Fall. Zumal die Schrift ist recht groß, da ist viel Platz. Das hätte man kleiner machen können, das Buch. Illustrationen, Bilder sind gar nicht drin. Zwischendrin gibt es immer noch ein Quiz zu den davorigen Kapiteln, was ich brauche ich auch nicht. Und für 22 Euro finde ich das dann auch ein bisschen happig. Also das Buch hätte halb so groß sein können. Mit den doppelten Informationen. Also schaut mal rein, wenn ihr das irgendwo seht, aber mitnehmen würde ich es nicht nochmal. A passenger. Yes, sir, we're all passengers here. We're going on a trip. A voyage. Where? Out there. Somewhere. If we do this, there is no going back. I need to talk to someone about my father. Something's going on. Eine Serie. Philip K. Dick's Electric Dreams. Die kommt gerade, oder schon seit einer Weile bei Amazon, habe ich jetzt aber erst so für mich entdeckt. Also schon vor einer Weile mal angefangen zu gucken. Irgendwie war das dann noch nichts. Jetzt habe ich weitergeschaut, bin jetzt bei Folge 7 oder so. Ist eine Serie, die so ein bisschen an Black Mirror erinnert. Also quasi so eine Anthologie-Geschichte. Jede Folge steht für sich. Jede Folge will halt eine eigene Geschichte erzählen. Bloß basieren die Sachen jetzt hier auf den Kurzgeschichten von einem Philip K. Dick, den ich selber nicht kenne. Ja, so weit, so gut. Also jetzt natürlich, der Vergleich zu Black Mirror muss schon irgendwie her. Also wenn man beides gesehen hat, dann kommt man da nicht drum rum. Und ich muss sagen, da ist Black Mirror besser. Die Serie ist nicht schlecht. Wer jetzt einfach mal was sehen will, gerade weil man halt nicht dranbleiben muss, man kann eine Folge gucken und dann ist gut und guckt irgendwann die nächste.
macht das schon Spaß. Was ich aber finde, dass die einzelnen Episoden, die Geschichten sind teilweise arg verwirrend. Also da fehlt mir ein bisschen der rote Faden. Das kommt einem so ein bisschen seltsam vor, was dann alles passiert. Und auch so ein bisschen wie, als würde da Handlung drin sein, die nicht zwingend dazugehört, die nicht der Geschichte dient. Und wenn man nicht wirklich aufmerksam zuschaut, ist man irgendwann raus. Oder es kommt einem so vor, als wäre dann irgendwas passiert, was so erstmal nur Fragezeichen aufwirft, dann aber nichts weiter zur Handlung beiträgt. Schauspielermäßig ist die Serie schon ein bisschen besser aufgestellt. Also man hat auch mal ein paar bekannte Gesichter. Der Bryan Cranston, den man ja aus Malcolm mittendrin kennt oder Godzilla. Was anderes hat er nämlich gar nicht gemacht. Hey. Außer Breaking Bad, das habe ich nie geschaut. Dann hat man, wer war es denn noch? Steve Buscemi. Also da sind schon ein paar Namen dabei, das ist ganz cool. Rettet die Serie dann aber auch nicht aus ihrer, nenne ich es mal, Mittelklassigkeit. Ja, trotzdem einfach mal, also wer Bock auf so eine Serie hat, wer Black Mirror mochte, kann da ruhig mal reinschauen. Das ist so schlimm dann auch nicht. Musik. Panic at the Disco, Pray for the Wicked. Ja, genau, Pray for the Wicked. Neues Album von der Truppe. Man kennt die ja schon eine Weile damals. Rewrite Sins, Not Tragedies, das Debütalbum, soweit ich weiß, von denen. Absoluter Hammer, absolut geiler Kram. Das war auch ein Stück weit was Neues. Die hatten irgendwie so einen ganz eigenen Stil gefunden. Das kam cool an, das fand ich selber so ganz toll. Und muss sagen, habe dann ein bisschen den Kontakt zu der Bande verloren. Da kam ganz viel Kram, was mehr fürs Stadion geschrieben war, mehr für die Charts und weniger für mich. Das passiert, das ist nicht weiter schlimm. Jetzt habe ich mal immer wieder so freitags oder donnerstags die Anwendung zu gucken, was gibt es für neue Musik, die ich dann Freitag genießen kann. Und die Single-Auskopplung, Kopplung, High Hopes, die rotiert ja schon mächtig so durchs TV. Und irgendwann habe ich dann nicht mehr weggeschaltet und habe mich dann auch mal gefreut, dass das Lied kam. Und dann kauft er sich halt auch das Album. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht. Also sind zwar nicht alle Songs Kracher, 3, 4, die durchaus verzichtbar sind, aber nicht gleich schlecht. Der Rest ist absolut großartig. Also das macht richtig Spaß, was die da zurechtgezaubert haben. Besonders tiefgründig, besonders indie, besonders revolutionär ist das immer noch nicht mehr. Also da muss man sich halt dran gewöhnen. Das ist schon noch fürs Stadion, immer noch für die Charts irgendwo produziert. Aber hat halt was. Also einfach mal reinhören, kann ich nur empfehlen. Panic at the Disco, Pray for the Wicked. Und einfach mal Song 1, Fuck a Silver Lining, mit Fuck. Und welchen nehmen wir noch? Dancing, Not a Crime, das ist auch nicht schön. Ah, One of the Drunks. Also Titel 1 und Titel 7 mal anhören. Und wenn euch das Album dann nicht gefällt oder die zwei nicht gefallen, dann braucht das nicht holen. Aber ansonsten, gut, macht mal. Ich hatte ja bei der letzten Ausgabe, Sendung, Show, bei meiner letzten Show, hatte ich ja schon was von Ghostbusters erwähnt, dass es einen neuen Teaser gibt, dass einer, der Jason Reitman, das ist der Sohn von Evan Reitman, wenn ich jetzt nicht das verwechsle, also Evan Reitman hat die alten Ghostbusters gemacht, der Jason Reitman ist der Sohn und hat jetzt quasi was zum neuen Film gepostet, diesen Teaser, diesen ominösen, den ich so großartig finde. Ja, mehr konnte ich bis jetzt auch noch nicht erfahren. Also was ich halt weiß, ist, dass wohl Teenager mitspielen sollen, also neben den alten Recken, dass dann halt die Story schon so ein bisschen vorgegeben ist, dass halt Teenager quasi das neu für sich entdecken oder als Ghostbusters dann durchstarten wollen, von den Alten angeleitet werden, um wohl auch ein neues Franchise zu starten, was wohl 2020 dann losgehen soll, also der Film dann auch ins Kino kommen soll, abwarten. Den Teaser kann ich euch nochmal zeigen. Jetzt. Thank you.
wie gesagt, das ist noch nicht viel, aber ich bin begeistert davon. Ja, und wir werden einfach sehen, wie sie sich entwickelt, und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Da unten könnt ihr dann auch schreiben, ob ihr euch drauf freut, wie ihr den letzten Ghostbusters fandet, und mehr eigentlich braucht ihr da nicht schreiben. Das wäre schon schön. Ich hatte es erwähnt, eingangs. Ich habe was ganz Skurriles für euch, und das ist echt total strange as F. Avengers, Soap on a Rope, also Seife am Strick, das ist, ich habe dafür nicht viel bezahlt, das ist so ein Fundstück, das gab es dann für 2 Euro. Das musst du mitnehmen, das ist so seltsam, wo man sich dann wirklich wieder fragt. Ich mag Merchandise, also ich bin eigentlich ein großer Fan von, wenn das coole Sachen sind, meinetwegen jetzt Figuren oder auch T-Shirts, alles so ein Gimmicks halt, was es da nicht alles gibt. Da gibt es schon coole Sachen, die dann auch Spaß machen können. Abseits vom eigentlichen Produkt, meinetwegen Film oder das Comic oder das Buch oder so. Aber Seife am Strick von Avengers mit also das Captain America-Schild angedeutet, man stellt sich Fragen. Also das ist, ich weiß nicht, wo es noch hingehen soll. Aber lustig ist es. Benutzen werde ich das Zeug wohl nicht, weil ich einfach keine Ahnung habe, was drin ist. Weil ich es einfach auch, das ist ein Sammlerstück, also irgendwann wird mich das reich machen. Da kann ich dann, da will ich dann mal von euch jetzt auch hören, unten in der Kommentarfunktion, was sind eure Lieblings-Merchandise-Stücke und was ist das Strangeste, was ihr so gesehen habt? Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt, wie man sieht. Aber was ist so das, wo ihr sagt, Leute, nein, das ist Mist, braucht kein Mensch, warum? Da möchte ich ganz viel von euch lesen, das wäre total schön. Und damit sind wir dann für heute auch schon durch. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bin mal gespannt, was es nächstes Mal gibt.